Dankeschön. Ich werde alle diese Tipps beachten. Was ist das? Ach, Mann. Piu, 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 piu. Komme ich hier eigentlich noch mal so neue Munition, sage ich mal. Das Entdecken kann man auch nicht, eigentlich Gefällt egal. Ihnen meine Trophäe? Das passiert, wenn es jemand wagt, meine Autorität zu untergraben. Alter Falter, das ist wohl langsam gefährlich, sag ich mal. Okay, schwarze Hand. Zieh auf dein Köpfchen. Wir merken uns, wir werden niemals die Bretter, die Welt bedeuten, dafür benutzen. Mist. Spieladen. Ernsthaft? Wirklich gefährlich. Zumindest für mich. Ich sollte größeres Geschütz benutzen. Zum Bleistift dieses hier. Ja, irgendwas ist ja voll scheiß nervig. Ihr zum Beispiel. Nachladen und speichern. Ich habe ja gerade ein Fenster angekippt. Ich hoffe mal, dass man nicht hören kann, dass draußen gerade gesägt und gewerkelt und andere Dinge getan werden. Es wäre toll, wenn ihr was für mich hinterlassen würdet, damit ich hier, ich sag mal, Munition bekomme. Hallo.
Einmal ganz lecker Schlafzimmer. Wir räumen ein bisschen auf. Ist besser. So. Hübsch, hübsch. Was macht die Kamera dort? Naja, was macht die Kamera wohl dort? Was haben wir hier noch Schönes? Ein Elektrogewehr. Äußerst interessant. Das probieren wir gleich mal aus. Beim nächsten besten Ziel. Dich. Yeah. Let's dance. Let's piu 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 piu. Piu. Ein Ingenieur. Wenn man glauben sollte, dass ich ihn nicht sehr zwingend respektiere. Das stimmt schon. Letzte Mission habe ich natürlich es noch verkackt, in das UFO einzudringen, nachdem ich alle Schlüsselkarten hatte. Das tut mir selbst sehr leid. Ich hätte gar nicht nein gesehen. Das ist nur eine Kamera, es geht. Zu viele Waffen. Einfach zu viele Waffen habe ich hier. Schnellauswahl ist ja immer nicht so das Ding. Du musst weg. Du auch. Umsehen. Yep. Ne? Ziemlich passiv, der Mann. Naja, unsere ganze Arbeit ist für den Arsch. Was ist das? Tanzt für mich. Das ist auch gleich leer. Elektrogewehr. Piu. Morgen wollte ich gerade sagen. Kann ich auch. Was macht ihr denn da auf dem Klo? Ihr sauft also aus dem Klo. Das ist wirklich sehr interessant. Hier gibt es so viele Räume gerade. Oh. Na, das bringt wohl nichts unbedingt gegen eine Tiberium-Kreatur. Ich habe mein normales Maschinengewehr wieder. Na, dann hau doch ab. Willst du wohl anschleichen? Hält sich wohl für cool, hä? Könnte schon klappen, wenn du richtig triffst. Das ist korrekt. Danke schön. Ja, danke, Ivra. Danke, danke für diesen Hinweis. Das Ding haut schon gut rein, das ist richtig. Okay, oh, Kurbeldreh. Ein gemütliches Notbett. Notbett. Doch, ich mache ja mal kurz etwas Bestimmtes.
Aber das verrate ich nicht. Ich mag die Computerdurchsagen hier. Der labert nur Mist, falls er das so gut hören könnt, dann ne, achtet mal drauf. Das heißt, du einer, ich führe hier im Grunde Selbstgespräche. Das guckt sich doch niemand an, Mann. Zeig's mir, Mann. Lass dir Zeit. Ist kein Ding. Wo? Eigentlich bist du der Feind. Da, guck. Nord. Alles sauber. Los. Du darfst mich jetzt da reinbringen. Mag's nicht so. Wow. Komm noch vorbei. Alter Falter, was habt ihr für Viecher hier? Sie hatten eine Schlüsselkarte. Ich denke mal, es war so gedacht, dass der Wissenschaftler oben überhaupt nicht überlebt. Doch er hat überlebt. Dank mir. Merkt's euch. Was ist das? Tiberium Flachettgewehr. Wo habe ich das denn bitte her? Wie ich Ärger. Wieder zurück. Ja, suche mal. Komm mal vorbei, Mann. Merkt's euch. Du kommst doch hinten irgendwo rum, oder? Wo steckst du? Zeige dich mir. Sind noch mehr von euch hier? Da wisst ihr Bescheid. Hey, schießt du mal mit einem Tiberium-Gewehr auf Tiberium-Kreaturen?
kann ich gar nicht durchschießen. Mach das Ding bitte einmal wieder voll. Hier haben wir noch nur Wandfliesen. Haben wir uns jetzt wirklich alles hier unten angesehen? Das bedeutet natürlich für uns Aktion! In selbige sollten wir nun treten. Ja, Tanz für mich. Habe ich genug Raketenwürfe, Munition? Immer nachladen. Guti. Tiberium-Gewehr ist scheiß Ding. Braucht keiner. Okay. Nächste Stufe. Mama! Sie wird mir, glaube ich, nicht mehr helfen können. Denn ihr Sohn, Havoc, ist tot. Versuchen wir das mal klüger zu machen. So eine völlig neue Vorgehensweise. Na, komm durch. Na, was ist los hier? Durch. Ja. Wir scheinen hier Probleme zu erhalten. So ist es nämlich. Na, es ist jetzt wirklich ein bisschen ärgerlich hier. Ein bisschen sehr ärgerlich. Ja, auch mit dem Ding hier. Eigentlich kaum eine Chance. Die schießen von allen Seiten auf mich. Laden bitte. Komm, ich muss jetzt mal kurz sterben, damit ich hier durch kann. Das und speichern. Was passiert, wenn ich diesen Knopf drücke? Möchte ich es überhaupt wissen? Gehen da die Dinge auf? Ah, wie angenehm.